Und damit moin moin hier auf der Knessgarage. Wir sind jetzt hier gerade zweites A-Finale der Formel E. Ziemlich cool. Ziemlich viele Fahrer, das sieht ziemlich cool aus. Ich finde die Wagen ziemlich interessant. Also falls ihr dranbleiben wollt, guckt euch das an. Das wird richtig schön heute. Und damit nochmal moin moin hier auf der Kressgarage. Wir sind beim Formel E Rennen und auf 1 haben wir den Christian stehen. Ich gehe die Reihenfolge mal durch. Auf 2, das ist der Michael. Auf Startnummer 3 ist der Timo. In einem schönen Batman-Design startet der Holger mit der Nummer 4. Auf 5 haben wir den Lukas. Auf 6 in weiß-blau-rot, das ist der Martin, kommt glaube ich aus den Niederlanden. Auf 7 den Johannes. Dahinter kommt der Thomas mit der Nummer 8. Mit der Nummer 9 startet René in silberblau. In rot-weiß startet Vincent. Und nochmal rot-weiß, bisschen Marlboro-Design, der Thomas, diesmal aber der Gruber. So, wie ihr seht, die Strecke ist ein bisschen nass, es hat ein bisschen geregnet. Gefahren wird die Formel E-Klasse und ja, viele Bedingungen gibt es nicht, jeder kann mitfahren. Wir haben 11 Starter in dieser Gruppe, die Ampel ist da, gleich geht es dann auch schon los. Mal gucken, wie die Fahrer so sich hier auf der Strecke schlagen. Noch ist es ja, naja, halb trocken, sagen wir es mal. Und da geht es auch schon los. Ein paar trockene Stellen haben wir. Und da verdreht sich gleich der Christian, macht einen ziemlich großen Trash. Nutznießer der ganzen Situation ist der Holger, der ziemlich gut durchkommt durch diese erste Unfallschikane. Und kommt auch gut ins Mittelfeld rein. Man sieht, er rutscht so ein bisschen hier. Die Wagen sind ja auch Allrad angetrieben. Also alle 4 Reifen werden angetrieben beim TC01. Und auch hinten kommt er gut sauber rum. Auf 2 haben wir jetzt den Timo. Auf 3 ziemlich weit vorgekommen der Martin. Und dann kommt der Rest. Da kommt auch noch einer langsam rumgefahren. Hinten haben wir noch den Thomas und wir gucken mal wieder nach vorne. Hier haben wir jetzt also den ersten Holger. Ups, da hat er sich einmal gedreht. Da dreht sich aber auch der nächste schon, hat sich verbremst. Also gibt die nächste Crash-Szene hier. Aber immer noch Holger vorne. Sein Fahrer hat, glaube ich, sogar so ein kleines Renncape. Wir nehmen jetzt mal so eine Rundenzeit mit ihm mit. Wie viel braucht er denn hier? Vorne wegfahrend auf noch, sagen wir mal, so halbtrockener Strecke. Jetzt kommt er wieder ins Infield hier rein. Nochmal hier um die Kurve. Jetzt geht es auf die lange Startgerade. Das ist eine sehr lange gebogene Gerade. Da kann man mit Highspeed durchgehen, muss aber die ganze Zeit so ein bisschen lenken und hinten den Bremspunkt verpassen. Da macht das schon wieder. Kürzt so ein bisschen ab. Hat nochmal Glück im Unglück gehabt, dass ihm auch keiner reingecrasht ist. Hinter ihm gab es aber wieder ein paar Crashes, weil er stand und er hat eine 31-7 gefahren. Ja, ist nicht so leicht mit den Reifen hier. Auf 2 haben wir jetzt gerade den Lukas und auf 3 ist der Christian. Der geht jetzt innen vorbei, schafft das. Die beiden kämpfen hier gut. Lukas ist aber wieder vorne, Christian dahinter. Und jetzt konnte Christian innen dran vorbeigehen. Wir nehmen mal eine Zeit mit von Christian. Wie sieht es denn hier aus? Die fahren auch nah. Jetzt ist Lukas wieder vorne, verbremst sich aber. Lukas verbremst sich auch. Ist das hier hinten heftig, diese Kurve gut zu kriegen? Gerade mit den Reifen anscheinend, die haben gar keinen Grip. Jetzt auf jeden Fall der Lukas wieder ein bisschen vor ihm. Aber er verliert den Anschluss nicht. Und jetzt setzt der Regen ein. Jetzt ziemlich abrupt ist der Regen eingesetzt. Wie ihr seht schon, das Bild wird auf einmal ein bisschen milchig. Alle werden ein bisschen langsamer, wird noch größer gefahren. Gerade noch eine 31er Zeit, jetzt eine 32,88. So, ich stelle mich mal so ein bisschen noch hier mit unter. Und das Zelt hat nicht richtig stark angefangen zu regnen. Hier haben wir jetzt den Timo, ist er auf 3 gestartet, ein bisschen nach hinten gefallen. Kämpft auch und ihr seht, wie die hier schon am Rutschen sind. In blau-silber, das müsste der René, glaube ich, sein. Dahinter in rot-weiß ist das Marlboro-Design, das müsste der Thomas Gruber sein. Wir nehmen nochmal hier eine Zeit mit vom René. Genau, rutscht hinten auch und ihr seht es auch immer, wenn ich ein bisschen reinzoome, da geht er aber schnell dran vorbei und da rutscht der René aber ganz schön weit raus. Also die Strecke wird immer rutschiger, die sind natürlich alle auf Slicks unterwegs. Hier sind wir mal kurz beim Timo, der auch sich verbremst, nochmal rumdrehen muss. Ah, die anderen kommen gut dran vorbei, also hat er wieder ein paar Plätze verloren. Mal gucken, wie weit er sich nach vorne kämpfen kann noch. Und was fährt da eine Zeit? 35,45 ist der Lukas gefahren. Ihr merkt schon, der Regen nimmt hier ordentlich Einfluss auf das Ganze. Wir gucken uns aber hier nochmal ein bisschen den Kampf an und schafft das da, der Timo noch wieder zurückzukommen. Ist ja auf 3 gestartet. Aktuell, glaube ich, müsste er auf 5,6 sein, ist hier der Kampf. So, da ist nochmal ein spannender Kampf. Wir springen nochmal
zu Christian und Lukas, die hier kämpfen. Aktuell ist Christian wieder vorne, ist er auf 1 gestartet. Ich glaube, langsam geht es schon an die Überrundung ran. Kamera ist voll beschlagen, ich sehe fast gar nichts mehr, wenn ich nicht im Zoom bin. Und es regnet und regnet. Die Helfer werden pitschenass, die Fahrer werden pitschenass, ich werde pitschenass. Hier kommt gerade richtig Wasser runter. Hier seht ihr mal, was hier auf uns einprasselt an Regen. Also, wo sind wir hier? Wen haben wir da? In dem recht grauen, das ist schon fast Boxart-Design, das ist wieder der Christian. Er ist auf 1 gestartet, ist aber aktuell ein bisschen zurückgefallen, kämpft aber immer noch vorne mit im Pack. Wir springen nochmal so ein bisschen rüber. Da ist der Erstplatzierte aktuell. Holger ist von 4 gestartet, liegt aktuell auf der 1 mit seinem dunklen Wagen. Und da muss man so ein bisschen gucken, wir nehmen nochmal eine Zeit mit. Am Anfang ist er eine 31er-Zeit gefahren, wie sieht es jetzt aus? Aber die dunklen Wagen haben immer noch so ein bisschen das Problem, gerade auch auf Asphalt. Die Strecke ist recht dunkel und es ist doch schon schwer, seinen Wagen manchmal vielleicht zu sehen. Ihr seht es auch schon hier, der verschwimmt und schwimmt auf der Strecke, kann man schon fast sagen. Also wir sind wieder auf der Start-Zielgeraden. Hier geht es jetzt mit Highspeed rein und die Wagen wirbeln richtig mittlerweile eine Gischt auf hinter sich. Wie verbremse ich hier? Und dann dreht er den. Nicht die feinste Art. Das war den Timo, den er, glaube ich, gedreht hat. Aber gerade eine 31 gefahren und jetzt eine 33. Immer noch ganz gut unterwegs. Wir haben ja gerade schon mal eine 35er-Zeit gesehen und es regnet immer noch in Strömen. Total heftig. Ich sehe gar nichts mehr. Mal ein bisschen kurz die Kamera hier versuchen zu putzen. Übrigens geht meine Kamera bei sowas auch. Die ist nicht unbedingt wasserfest, aber ihr seht mal hier, was an Regen runterkommt. Gerade wenn man sich so ein bisschen unterm Zelt hervorbeugt, der ganze Regen läuft einem im Nacken. Das ist kein angenehmes Fahren, da möchte ich gerade nicht stehen. Aber auf der Strecke geht es immer noch weiter voran. Ihr seht hier, es regnet in Strömen, wird immer noch schlimmer. Hier haben wir jetzt gerade wieder Christian, den Erstplatzierten, kämpft immer noch mit Lukas und da ist das Rennen vorbei. Meine Güte, was für ein Rennen. Also Holger hat es auf 1 geschafft, Christian ist auf 3 gekommen, eigentlich auf 1 gestartet und der Martin ist auf 6 gestartet und hat das ziemlich weit nach vorne geschafft. Aber mal gucken, was hier los ist. Wie weit vor bist du da gekommen? Weiß ich nicht. Ich bin nur nass, mein Rücken ist nass. Ja, viel sagen kann man nicht, außer dass alle Pitsche nass geworden sind. Ich hüpfe nochmal zu unserem holländischen Kollegen rüber. How was it for you? Bis der Schauer jetzt schon durch ist. Shit? Why? I was outside the... Für den Rest gilt, Auto sind getankt. But they're standing behind it and they're wet too, because they're lang. Auch er. Wie bist du gefahren? Eigentlich ganz gut, aber war ein bisschen feucht. Ja. Gehört dazu manchmal. Pitsche, pitsche nass. So. Ja, wenn ihr Spaß an dieser Strecke oder an diesem Rennen habt, ist ja der Tamir Eurocup, den wir hier haben. Und das war die Formel E-Klasse. Die ist eigentlich ziemlich einfach aufgebaut. Es gibt nur ein Chassis, das vorgegeben ist mit einer Karosserie. Alterseinschränkung gibt es keine. Es wird nur ein Motor vorgegeben. Oder nein, es wird ein Akku vorgegeben. Es gibt zwei Motoren und ein Tuning, halt alles, was Tamir und Carson für den Wagen hergeben. Ist gar nicht so schwer. Ich schätze mal so viel, wenn man starten möchte, 250, 300 Euro. 350 Euro ist man schon mit dabei und kann diese schöne Formel E mitfahren. Da ist ja dieses Jahr auch nochmal ein Mercedes drauf aus dem gleichen Chassis rausgekommen. Aber die Wagen sehen schon schön aus. Die Karosserie ist ein bisschen schwer zu lackieren, kann ich euch sagen. Aber wenn man es dann erstmal gemacht hat, sieht der Wagen recht schön aus. Es gibt auf verschiedenen Strecken in ganz Deutschland Rennen, da könnt ihr euch für melden und in den Klassen ist nicht immer so viel los. Ihr seht ja auch hier 11 Starter insgesamt, die sich hier hingekommen sind. Also wenn euch das ganze Rennen hier und das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, Abo da lassen. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, drückt doch einfach noch die Glocke. Ansonsten sage ich jetzt Ciao und Tschüss, bis bald, euer Kress. Ah, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unten runter.